Hallo und herzlich willkommen bei Shakes and Fidget auf Montag wieder. Oh ja, zeig mal den Gildenangriff, das wäre nett, verloren. Ah ja, das war die Verteidigung, wir wurden ja wieder mal angegriffen. Wir werden immer die ganze Zeit angegriffen, jeden Tag haben wir Angriffe, daher haben wir hier mehr das Problem, dass wir uns öfters verteidigen müssen, als wir angreifen können, weil ich nicht immer da bin, um zu starten. Ja, dann gucken wir mal, wir haben hier alles soweit gemacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Hoffe, dir geht's gut. Ja, man gewinnt hier immer, mein Lieber. Mein Lieber. Könnte jetzt beides durchgehen. Okay, das klang fies. Ich bin heute schon mit dem falschen Fuß aufgestanden, also verzeiht mir, dass ich heute wahrscheinlich auch nicht so eine allzu lange Folge mache. Greifen wir vielleicht doch mal was an? Ja, wir greifen etwas an. Wir können etwas angreifen. Wir haben es sogar bekommen. Oh, ist das toll. Komm schon. Wieder was. Ja. Die lohnen sich auch. Also es lohnen sich eigentlich fast alle, die was geben. Allein auch um die Ehre zu bekommen. Hohoho, moioioi, das machen wir doch. Ja. Ja. Nö. So, dann direkt natürlich wieder neu lernen. Ist klar. Muss man ja. So, wechseln wir mal. Eine halbe Mille haben wir hier. 20 wie immer haben wir hier. So, Helden anlocken. Eieiei. Ein bisschen Wind haben wir hier auch noch, ne? Also jetzt, wo der Sturm, also der Orkan Sabine? Ja, Sabine. Durch Deutschland durchfegt. Das ist ja echt übel, ne? Eieiei. Bei uns in der Region sind ein paar Bäume umgekippt und sowas. Tonnen haben sich bewegt, aber ansonsten habe ich noch nichts Schlimmeres gehört. Was auch gut ist. Weil manche befolgen ja diesen Ratschlag, bleiben sie zu Hause, wenn sie nicht rausgehen müssen, ne? Dann laufen die trotzdem draußen rum, weil sie Bock haben und, ja, weiß nicht. Passiert einfach zu oft viel zu viel. Aber diesmal nicht ganz so schlimm. So, gucken wir mal, wie weit kommen wir... Warte, wie weit haben wir den geschafft? 85. Gestern hatte ich ihn auf... Was hatte ich den denn? Was habe ich den denn runtergehauen gehabt? 90 gerade mal? Also 5% wieder mehr? Ja, das ist so. Ja. Feuer, Wasser. Hat nichts gebracht. 7 Plätze runter. Kacke. Dieses komische Geräusch beim Essen bei denen. Yeah, wir haben den nächsten auf 100. Wuhu, dann können wir mit dem jetzt weitermachen. Yeah. Können wir den nächsten machen. Juhu. Nur zur Info, warum ich das mache, weil ich alle mindestens auf 100 haben möchte, weil ich das schön finde. Ich weiß, macht nicht für euch vielleicht viel Sinn, aber ich möchte jeden auf 100 haben und dann suche ich mir einen raus, wie zum Beispiel den Süßen hier mit seinem Schwert und mache den dann ganz weit nach oben für den Gilden-Pet-Kampf und sowas. Ja, das dauert noch ewig, aber ich habe ja auch nicht vor, das Spiel morgen fertig zu haben und geschweige denn so weit zu sein, zu sagen zu können, das Spiel ist langweilig, ich habe keine eigene Aufgabe mehr, ich kann mir auch keine eigenen Aufgaben mehr stellen, außer einfach nur noch den Pet einfach die ganzen Früchte reinkloppen jeden Tag. Das ist voll geil. Ich brauche auch andere Aufgaben, die in diesem Spiel sich selber zu stellen sind, ne? Also, ich find's gut. Ja, ich schaue mich schon um.
Hab vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank. Das ist sehr nett. Hast mir gut was gegeben. Dankeschön. Der geht allerdings in 5 Tagen zu Ende. Und da habe ich noch bis zum 6.4. Ja, das ist cool. Waffen brauchen wir, glaube ich, nicht gucken. Großartig, ne? Nö, blinkt nix. Okay. Dann gucken wir direkt hier vorbei. Oh, wir haben schon wieder fast das Doppelte. Das geht ja schnell. Das geht ja schnell. So. Hier habe ich ja den Ratschlag das vorletzte Mal bekommen und das letzte Mal habe ich es auch schon erwähnt gehabt, dass ich so viel habe ich hier, ne, von den Runen. 129,3, also ich sage jetzt immer 129, das Komma, das ist mir uninteressant. Und wenn ich Opfern tue, bekomme ich ja so viel. Ne? Und das sind 214. Ist nicht ganz das Doppelte von dem, was ich habe. Ich warte immer ungefähr bis zur Hälfte oder manchmal auch ein bisschen drüber, wenn ich gerade in dem Moment nicht da war, um das zu klicken, weil wenn es die Hälfte ist, dann ist es ja nicht schlimm. Lieber mehr als weniger. Und ich habe festgestellt, dass es dann doch flott tatsächlich, also das klappt bei mir wirklich, dass ich dann hier recht schnell schon auf die Billionen ging. Daher finde ich das echt cool, dass ich diesen Hinweis bekommen habe. Wie löst ihr das? Macht ihr einfach, wenn ihr Bock habt oder merkt, das geht einfach nicht mehr voran? Wartet ihr wirklich zu diesem Punkt oder macht ihr einfach immer das Doppelte? Oder und wie oft macht ihr das in der Woche? Wie schnell macht ihr das schon? Macht ihr schon fast jeden Tag oder einmal in der Woche, einmal im Monat? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich freuen über euer Feedback, über das Klickerspiel in Shakes and Fidget. Ich nenne das Klickerspiel, weil man einfach nur die Plus-Dinger und das da oben da klicken muss. Weil diese Angebote hier, das juckt mich nicht. Da muss ich gestehen, das juckt mich überhaupt nicht. Finde ich nicht attraktiv, das klicken zu wollen. Und wieso kann ich hier hinklicken? Ich habe da ein Auslöser-Symbol gehabt hier gerade. Das ist ja creepy. Fehler im Spiel. Na, egal. Jetzt überlege ich mal ganz kurz. Das Doppelte von dem hier sind 258. Ja, das dauert noch ein bisschen, ja. Also das, wie gesagt, hinterm Komma, das zähle ich nicht mit. Sonst, ja, dauert das zu lang. So, dann haben wir das. Dann gucken wir hier jetzt mal vorbei. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, dankeschön. Ach, verdammt, ich habe noch nicht im Dingens hier geguckt. 3 siegreiche Kämpfe gegen Magierhelden durchführen. Mit anderen Worten kann man das auch ganz leicht, ganz schnell machen. Man geht hier zum Beispiel, wenn man weiß, man ist hier im Rang eigentlich ziemlich weit oben und hat hier kaum Leute, die man tatsächlich besiegen kann, hier im Magier. Hier zum Beispiel, ich habe jetzt reingeklickt und komme jetzt wieder hier oben raus, ne? Oh, Kaiser Darius. Er hätte auch einfach in der Gilde bleiben können. Ich nehme ihn auch als Leiche. Wir haben so lange zusammen hier gespielt. Es ist echt schade, dass die raus sind. Das ist ein netter Dude. Versuchen wir den einfach mal. Gewonnen. Jetzt müssen wir 10 Minuten warten, dann können wir wieder kämpfen. Wieder kämpfen und wieder kämpfen und dann haben wir die Aufgabe gelöst, weil ich will ja auch die Aufträge machen, ne? Es ist ja nicht so, dass mich das nicht juckt. Und zwar haben wir nämlich in diesem Buch, in diesem Büchlein ja auch Aufgaben. Wow, ich habe die erste Seite fertig. Mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist mir echt noch nicht aufgefallen. Oh Mann. Die Seite haben wir auch fertig. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Oh, hier. Okay. 2 Sachen hier. Stufe 400 und Stufe 500. Ja, geil. Ja. Das machen wir morgen. Das machen wir nicht heute, das machen wir morgen. Ja. Alle Pets finden. Dazu muss ich erstmal die ganzen Dungeons so weit haben, dass ich die echt alle finden kann noch. Ah. Geil. Ja, und hier kommen die Dungeons.
Und dann alle Achievements vorher haben. Rucksack voll ausbauen und befüllen. Ah. Nur, dass man jetzt auch schon so eine extra Sachen schon. Wow. Seelenspeicher. 25 Millionen habe ich schon. Und da das ist. Die kommen mir irgendwie neu vor. Hä? Ah, hier. Ja. Das ist auch Schatten, das ist auch Schatten, das ist, ja, der Ausschleife der Idole bezwingen, ja. Ja, Mine und Grube je auf Stufe 50 ausbauen. Ich habe jetzt 48, ich habe jetzt fast die Hälfte, das ist ja geil. 100 geheime Aufträge ausfüllen. Genau, da sind sie, da sind sie, da, 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 da. Ja. Wir sind jetzt bei 42, oh Gott. Also 58 Stück noch. 58 minus heute sind es dann noch 57, aber trotzdem, wow. Okay, hier, das hier sind jetzt die 9, und zwar für das Clicker-Game. Also sage ich jetzt mal, ne? So, also die Arena, das ist ja mehr oder weniger ja die Arena, aber irgendwie trotzdem das Clicker-Spiel. Das ist so. 1 Million, 1 Trillion, 1 Quintrillion, 1 Septillion und 1 Dezillion. Wow. Ja, das machen wir auch morgen, das machen wir auch nicht heute. Das machen wir nicht heute. Nein, 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 nein. Öffne alle Türchen im Adventstempel-Spiel. Oh. Verdammt. Ja, ich habe nur 12 von 20. Ich war den halben Dezember, mehr sogar, 2 Drittel vom Dezember war ich gar nicht zu Hause und hatte meistens echt kaum bis gar keinen WLAN oder so. Und, ich habe nicht jeden Tag dran gedacht, dann immer da reinzugehen, weil ich ja dann mein Datenvolumen aufbrauchen musste. Ich musste aber auch immer wieder mal bei einem Stream oder irgendwo anders vorbeischauen, um mal zu zeigen, dass ich nicht tot bin. Also Zeit habe und so. Die nordischen Götter bezwingen. Ja, das machen wir auch morgen. Und Loki, die nordischen Götter in der Schattenwelt bezwingen. Ja, das machen wir auch morgen. Das ist alles. Nee, also das kann ich erst dann halt nächstes Jahr, dieses Jahr im Dezember dann machen. Ich hoffe, das kommt wieder. Also, ich hoffe, dass wir das nicht vergessen, wieder rein zu patchen. Die Runen, also 1 Trillion, da nähern wir uns ja jetzt gerade im Moment ran. Das kommt dann auch irgendwann, das sowieso, und das dann kommt dann auch morgen. Die Geheimaufträge machen wir dieses Jahr auf jeden Fall fertig. Ey, das sind, also umgerechnet sind es ja 58 Tage. Das heißt, unter 2 Monate ist das eine Aufgabe. Innerhalb von 2 Monaten kann man es also schaffen. Kann. Ich bin Juna. Das heißt, eher, naja, 3. Gib mir 3, 4 Monate. Weil das Problem ist, jeden Tag kannst du nicht den Geheimauftrag wirklich gut erfüllen. Wenn du manche Sachen nicht hast oder wenn du manche Sachen halt, wie zum Beispiel die Orte finden, das hatten wir ja das letzte Mal, Orte finden und dann bekämpfen. Dazu müsste ich dann so viel trinken, Mut antrinken und alles in der Taverne. Da denkt man sich auch, ja, super, ne? Hat man einen Ort gesucht und dann kurz vor Ende hat es dann erst einmal den gegeben und dann ist es, was willst du? Ich will das. So, gucken wir mal, das, dauert noch ein kleines bisschen, aber dann hätten wir schon fast die Hälfte von der Aufgabe, die wir brauchen. Dann brauche ich dann nur noch, ja, dann 2-mal neu starten bis jetzt. Dann haben wir's. Geil. Okay. Was suchst du? Ja, ich suche so einiges, aber das jetzt gerade nicht. Stall haben wir alles durchgeguckt, richtig? Also wir haben keine. Nee, haben wir nicht. Okay, gut. Ach, wir klicken jetzt hier durch. So, zack. Oh, wir haben Pilz bekommen. Morgen. Moin, moin. Frucht. Frucht. Wir haben eine Frucht bekommen. Hallo. Entweder betrunken oder total deprimiert. Eine Ehre für mich arbeiten zu dürfen. Ja, was für eine Ehre für dich arbeiten zu dürfen. Ja, ich spüre das richtig. So eine Ehre, dass ich direkt schon wieder mit dem arbeiten darf. Nee. Psst. Hey. Hey. Du. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Oh yeah. Oh, wieder eine Frucht. Wieder eine Frucht, wieder eine Frucht, wieder eine Frucht, wieder eine Frucht. Ja. Und einmal trinken gratis. Es ist alles so spannend hier. Es ist alles so spannend hier. Ja, das ist unglaublich. Guten
Guten Morgen. Ui. Bringt mehr. Zack. So, ja, genau. Toilette wollte ich gerade sagen. Hier brauchen wir mal was. Das gibt wenig. Das ist okay. Dann gehen wir das. Dann zertrümmern wir die Sachen. Klong, klong. Also das ja, das andere nein. Zack. Kling. Katsching. Wir haben nämlich jetzt ein kleines bisschen Kohle. Wir werden jetzt ein kleines bisschen, ja, mal reinschmeißen. In unsere Skills. Klick. Okay, das haben wir geschafft. Was haben wir noch? Taverne, jetzt müssen wir zwei Stück, ne? Da habe ich echt nicht vergessen heute. Lust, ein paar Goldstücke zu verdienen? Jo, ich hole mir ein paar Goldstücke. Das lohnt sich auf jeden Fall. 2 Minuten noch, dann können wir das erst. Das Rad des Schicksals erwartet dich. Das Rad des Schicksals erwartet mich. Ja, nee. Das Einzige, was ich zurzeit Interesse halte, wären die Pilze. Und Gold für die Skills. Aber ansonsten, da großartig brauche ich jetzt nichts. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. So, gehen wir dem schon wieder. Und dem. Dann hat er heute wieder genug gehabt. Auch schon auf 83. Das heißt, es dauert auch nicht mehr allzu lang. Und dann können wir den letzten in der Reihe kriegen. Ja, was für welche fehlen mir denn noch? Es fehlen mir noch hier für die Schattenwelt. Den 13. Dungeon halt. Den muss ich meistern, um den hier zu bekommen. Und den hier. Das ist Totenkopf. Dungeon Portal, genau. Dungeon Portal. Und das ist der Lichtdungeon, der 14. Aber die sind alle überhaupt noch weit am Anfang und puh, aber ich habe die, muss ich sagen, schon lange nicht mehr ausprobiert. Also es ist schon 2 Monate her oder so. Also letztes Jahr im Oktober, November habe ich das letzte Mal alle ausprobiert, ob ich überhaupt weiterkomme. Und dann habe ich mich hier die ganze Zeit am Wirbelwind orientiert. Ich könnte aber heute vielleicht mal alle mal einmal durchprobieren. Das sind ja 1, 2, 3, 4. 2 sind ja noch nicht hier offen. Und hier sind die 4. Und sind alle anderen sind offen. Und ja. Das sind dann 8. Das sind dann 8 Stunden. Also plus eine Stunde noch dazu, weil man ab und zu mal vergisst, sofort wieder, ne, zu klicken. Dann sind es 9 Stunden. Ja, der Tag hat erst angefangen. Das kriege ich hin. Also, wir gucken, dass wir das jetzt alles noch hinkriegen heute. Ich werde heute gucken, dass ich vielleicht heute Abend die Arena neu starte. Oder morgen früh. Je nachdem, wie weit der Fortschritt noch ist. Ob es zu langsam ist oder nicht. Ja. Ansonsten werde ich heute die Dungeons ausprobieren. Und ich denke, das war's. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Start in die Woche. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt den Sturm gut überstanden. Es ist aber noch nicht völlig vorbei. Also seid vorsichtig draußen und meidet Bäume und vor allem morsche Bäume. Es wäre nicht schön, wenn euch was passiert. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.